Es war ein spektakuläres Jahr für Muki Huskovic. Zu Jahresbeginn die viel umjubelte Vertragsverlängerung bei Austria Wien. Dann immer wieder Verletzungen, am Ende der dramatische Autounfall. Mittendrin das Wiener Derby. Ja, sicher einer der schönsten Momente in meiner Karriere bis jetzt. Und ja, wie du sagst, davor hat es halt nicht immer so gelaufen vom Tor, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Aber ich war halt immer bemüht und wusste, das wird irgendwann platzen, der Knoten. Dann war er auch geplatzt. Und ich war mir bewusst, dass das jetzt auch so weitergeht. Und dann ist halt dieser Unfall dazwischen gekommen. Aber gut, so ist das. Und man kann nicht rechnen, was morgen passiert. Der Abend des 12. Oktober. Die Meldung von Huskovics Unfall wird veröffentlicht und sorgt in kürzester Zeit für Bestürzung, nicht nur unter den Austria-Fans. Also ich erinnere mich eigentlich nur, wie ich von zu Hause, also von meiner Freundin aus weggefahren bin und nach Hause fahren wollte. Und meine Freundin ist gefahren, ich war daneben. Und ich weiß danach nur mehr, wie ich im Krankenhaus aufgewacht bin. Und zur Uhr, ich dachte an dem Tag, ich bin ganz normal aufgewacht, wie bei mir zu Hause. Und ich habe so gesagt, ich muss zum Spiel so. Aber dann haben mir die Ärzte so geklärt, das ist ein Autounfall und so. Und ich habe in dem Moment gar nicht damit gerechnet, dass das passiert ist. Und ich war dann selber ein bisschen so verwirrt, so ahnungslos, was ist jetzt wirklich genau passiert und so. Dann wurden mir die Bilder gezeigt von dem Auto und dann habe ich mir gedacht, da war ich nicht drin, oder? Und die haben mir geklärt, dass ich da drin war und ja, so war's. Im Krankenhaus wird Muki Huskovic von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Familie und Freunde sind für ihn da. Meine Familie, meine Freundin, auch viele Mannschaftskollegen waren bei mir und haben mir die gewisse Unterstützung. Viele aus dem Verein von oben waren auch dort und das hat mir natürlich geholfen in dieser Zeit. Und es ist ein großes Dankeschön an denen allen auszureichen, weil die haben mir in dieser Zeit wirklich geholfen und, ja, und mich mit meinem Kopf und so die ganzen Probleme ein bisschen zur Seite geschoben. Und ja. Nur einen Tag nach dem schweren Unfall. Das Europa Conference League Spiel der Austria gegen Villarreal. Mannschaft und Fans denken an Huskovic, der das Spiel im Krankenhaus mitverfolgt. Das sind schöne Momente auf jeden Fall und das zeigt auch, wie besonders unser Verein ist, finde ich, und wie sehr wir alle zusammenhalten in schwierigen Situationen und in guten Situationen, und ich finde, das macht uns auch alle aus. Einen Monat nach dem schweren Unfall. Große Erleichterung für die Austria-Fans, als Muki Huskovic erstmals wieder in der Öffentlichkeit auftritt. Aber ein schwieriger Moment für Muki Huskovic. Weil es mir einfach wehgetan hat, so zu sehen, jetzt so, da bin ich, aber ich bin jetzt nicht spielfähig und so. Und dann, wo ich die Fans gesehen habe, das hat mich dann schon getröstet. Und die ganzen Fangesänge und ja, es war ein schöner Moment, aber auch für mich ein sehr emotionaler Moment, weil wir sind dann, wo ich dann reinkommen bin, dann sind mir schon leicht die Tränen gekommen und so. Aber war wirklich schön und die Fans haben sowieso in dieser Zeit auch per Social Media und so also mich extrem unterstützt und mir das gewisse Vertrauen wieder gegeben, dass das wieder wird und so. Und ein großes Dankeschön geht auch an sie. Muki Huskovic blickt wieder in die Zukunft. Sein Ziel? Wieder auf dem Platz stehen. Das schnellstmögliche Comeback. Also jetzt bin ich in der Reha mit dem Roberto und die läuft bis jetzt sehr gut, also besser als gedacht. Also wir machen schon Oberkörpertraining, Beintraining schon. Alles noch relativ mit wenig Gewicht und so, aber wir sind auf dem richtigen Weg und so. Und mit dem linken Knie funktioniert das Gott sei Dank alles schon gut. Rechts wurde ich noch operiert und durch die OP ist halt das Knie noch etwas steif und so. Und da müssen wir jetzt halt so viel Beweglichkeit wie möglich rausholen, aber das wird halt von Tag zu Tag besser und das finde ich halt super, weil ich habe Krafttraining, danach werde ich immer vom Holdi oder vom Markus behandelt, gelympht und die Kombination dabei hilft mir extrem gut und die vertrage ich extrem gut und deshalb sind bis jetzt so positive Schritte von Tag zu Tag zu sehen und ich hoffe, das geht auch so weiter. Ich habe mir ein gewisses Ziel gesetzt, also ich will da. Ich werde mich bemühen, dass ich so früh wie möglich zurückkomme und der Mannschaft wieder am Platz helfen kann. Und ich werde dafür alles tun. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das auch, dass ich so schnell wie möglich wieder am Platz bin. Ein sehr spektakuläres Jahr, aber auch ein sehr lehrreiches Jahr, finde ich. Und ich finde, ich kann aus dem Jahr viel mitnehmen, viel Positives auch. Und an dem werde ich auch arbeiten.